reinspaziert und reingespritzt, liebe Freunde. Es geht weiter mit Dead Space 3. Ich öffne nochmal eben etwas. So, und es geht weiter. Wir sind auf der Mülldeponie. Und suchen Omas. Aber was suchen wir hier? Textlog für dich. Mann, okay. Dann lesen wir doch mal. Was haben wir hier? Colonel J. Gaskell an General S. Mahat betreff Entsorgung. Gemäß ihrer Befehle sind die Gänge voll mit allen Forschungsunterlagen, biologischen Proben und Laborausrüstung, die wir finden konnten. Die Verbrennungsanlagen sind bereit. Ich warte nur noch auf ihr Kommando, sie einzuschalten. Immer noch kein Zeichen von Serrano oder Rosetta. Okay, auf jeden Fall wollten die irgendwas vernichten, was wichtig war. Ach, Mahat ist doch der, der den Kopfschuss da gegeben hat, ne? Ja, ja. Der Prolog. Ich hasse diese Viecher. Ja. Ach, schon wieder ein Aufzug. Wie schön. Davon gibt's ja so wenige in dem Spiel. Kein Wunder, dass die Leute alle hier fett geworden sind. Keine Treppen mehr laufen. Nur Aufzug fahren. Oh nein, Lüftungsschacht. Oh. Das war knapp. Ich hoffe, es kommt gleich. Ich meine, ich glaube, es gibt noch einen Anzug, glaube ich. Ne? Ich glaube, das hier ist nicht der letzte. Na, der wäre für den letzten Anzug aber ziemlich schlecht designt, finde ich. Also, ich hätte schon noch Bock auf so richtig geilen, so richtig schönen Anzug. Denk mal, wie der letzte Anzug in Dead Space 1 aussah. Oder in 2. Boah, der Dan 2, der war richtig geil. Oh nein. Ich mach mal hier eben, ne? Beschütz mich mal eben. Ich tu mein Bestes. Von was wurdest du denn zerrissen? Ich hab nichts Falsches gedrückt. Da kam einer aus dem Lüftungsschacht, ja, und den habe ich zerschossen. Ja, aber... Komm, warte mal. Ach, du standst wahrscheinlich zu nah dran. Okay, warte. Mach einfach Stase auf den, der da kommt. Das ist noch ein Klops. Wo, hier? Ja. Und dann schießen? Ja, nee, Stase. Nur Stase. Ich glaube, ich stehe zu nah dran. Ja. Ah.
Gleich fertig. Gleich fertig. Gleich fertig. So, ist geschafft. Aua. Ha, hab den Erfolg gekriegt. Das wollte ich schon die ganze Zeit machen. Mir das Leben retten. Ja, mit Stase. Ganz ehrlich. Wo siehst du das denn, dass du die Erfolge kriegst? Ich hab's auch schon gemacht, aber irgendwie wird mir das nie angezeigt. Aber ich sehe davon nichts. Auf Option kannst du halt, glaube ich, machen. Muss das eigentlich sein. Och nö. Warte mal eben. Ich geh mal runter. Ja, dann gehen wir. Oh nein, nicht schon wieder. Aber ich komm mal lieber auch mit runter. Nicht, dass ich die beschützen muss und ich stehe hier oben. Nee, nee, musst du nicht. Es ist nur. Das ist doch mittlerweile durchschaubar hier, das Spielchen. Aua! Ah! Ich bin umzingelt! Oh oh! Alter, schieß doch nicht drauf, wenn ich direkt daneben stehe! Mich jetzt fast zerrissen. Ich kann nicht unter Druck arbeiten! Scheiße. So, welcher Spinden hier noch? Der hier. Ist doch alles. Ach. Welcher muss denn hier hin? Der muss da hin. Der ist Spinn. Ah, fuck, war eben. Nee, da kann nicht stimmen so. Warte eben. Warte, warte schon mal. Der muss so. Okay. So, also muss. Boah, schon vorhin wäre die ganze Zeit da für die Viecher gekommen, ey. Noch ja. Die hier hält man auch hoch, kann? Nee, die weiter ging nicht bis auf den Boden. Wir wollten eigentlich die Rosetta zusammensetzen. Mhm. Aber die Schrotflinte ist bis jetzt die beste Waffe, finde ich, ey. Ja, wegen dem Knockback. Die gibt halt immer wieder ein bisschen Zeit. Ja, bloß ja, ich hab. 11 Schuss ist ein bisschen wenig, ey. So eine Gatling dann wäre eigentlich auch nicht schlecht, ey. Ja. Der hätte schon viel Schönes. Ah!
Gott im Himmel, ey. Hier ist auch schon ein bisschen der Lack ab von der Leiter, ey. Ja, wer weiß, wie lange schon hier niemand mehr hier unten war. Partner braucht Platz. Ja, ein fettes Schwein, gerne Seite. Nimm mich nicht fett. Fetti McFettfett. Oh, muss hier wieder einer runter. Dreh ich hoch. Geirrt. Nein, du bist einfach nur verrückt. Oh, neuen Plan. Die Waffe ist heißer Tod. Oh, ein Ripper mit Schweißbrenner unten dran. Warum habe ich nur... Zentralkammer. Das hört ja, sich warte gut an. Mal auf mich. Jo, tu ich. Genau. Tu ich ja. So, ich nochmal einen neuen. Weiß schon was hergestellt. Wie? Ich hab nur noch. Nein, ich hab nur noch einen Schuss im Raketenwerfer. Was soll die Scheiße? Nein, ich muss die Clips da reinpacken noch. Mach ich nachher. Ich habe einen Raketenwerfer. Da fühle ich mich immer sicher. Ja, vor allem, wenn du nicht wieder selbst wegsprengst, wie so ein Al-Qaida-Fan. Schuss aus der Schrotflinte? Ich glaube 11 habe ich da immer drin. Ja, ich habe 16, ey. Wow. Ein Textlog. Szenarien für ersten Kontakt 1. Keine Infektion oder Ansteckungsgefahr. 2. Moderate Infektion oder Ansteckungsgefahr. Standard Sterilisationsverfahren erforderlich. 3. Ortsgebundener Ausbruch. Infizierte Personen müssen unter Quarantäne gestellt werden. 4. Virulenter Ausbruch. Vernichtung der Städte
und alle zugehörigen Personen erforderlich. 5. Ausbruch auf Ausrottungsniveau. Extreme Isolierungsmaßnahmen erforderlich. Alle Personen, die beteiligt waren oder von der Stelle des Ausbruchs wissen, müssen vernichtet werden. Alle mit dieser Person zusammenhangstehende Orte müssen zerstört werden. Wo Zerstörung nicht möglich ist, ist eine permanente Isolierung erforderlich. Kommst du vielleicht nochmal zurück, damit ich auch nochmal in den Raum rein kann? Merci! Ja, hier ist noch Munition und sowas drin. Für mich. Ach, wird überbewertet. Ja, ja, klar. Wie war das hier so? Der schreit ständig, ich brauche Munition, ich brauche Munition. Aber ballert dann 5 Minuten auf so ein totes Viech ein. Ja, der Kamera entgeht nichts. Das macht doch Spaß. Hm? Hier sind wir jetzt fertig? Kann doch nicht sein, wir haben noch nicht die Truhe. Bloß ein weiterer Aufzug, der uns irgendwo hinbringt. Und wo er uns hinbringt, seht ihr, wenn es wieder heißt Dead Space 3 im Koop auf Unmöglich. Irgendwie ist das schon merkwürdig. Also, Aufzug, Bank, Anzugstation, immer dann muss Pause gemacht werden. Ist erschreckend irgendwie, ne? Ja, merkwürdig. Das ist irgendwie. Ob wir mal das durchbrechen? Keine Ahnung. Das sehen wir dann. Wir haben noch ein bisschen Zeit dafür. Macht's gut.